Ja, hallo meine Freundinnen der analogen Unterhaltung und Freunde. Schon das zweite Video. Schon. Aber wir haben natürlich gecheatet, ne? Ihr wisst ja klar. Ich meine, wenn ich jetzt schon mal nach hierher fahre. Die weite Reise auf des Lebens. Dann haben wir gleich zwei Videos gedreht. Das heißt, auch wenn ihr das hier nach dem anderen seht, ja, ja, wäre ja, auf ja. Eine Bonusfolge ja, sozusagen. Ja. Erste Bonusfolge schon. Nein, aber oder ist das jetzt, sind wir jetzt schon zwei Videos? Aber ich kann mich ja, genau, das kann ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht klappt das, seht ihr, das ist immer noch 2023. Dann habt ihr schon zwei Folgen. Dann ist es die Bonusfolge 23. Dann gab es 23 eine Bonusfolge. Das ist die hier jetzt. Und dann kann ich noch einen Nachtrag machen. Das tut mir nämlich total leid, ein Spiel. Es ist also, ja, doch noch schlaflose sagen. Nächte, obwohl nur 5 Minuten ich zwischen so den durch beiden. Ich laufe hier so durch und sage, was sage ich mit dem? Ja. So, das soll ich auch noch sagen. Es liegen nur 5 Minuten zwischen den beiden Aufnahmen. Aber es fühlt sich so an, als hätte ich mehrere schlaflose Nächte. Ach nein, komm, jetzt hör mal auf. Obsession ist in meiner Wahrnehmung nämlich, ja, weil ich habe da das Englische und das ist ja nicht dieses Jahr und so, ja. Aber Obsession ist natürlich dieses Jahr auf Deutsch bei Strohmann erschienen und ich bin Lord Hunter, wie Lord Hunter, ja. Wissen, ja, ich fand es auch thematisch wirklich Obsession. Ganz, ganz groß. Das Einzige, was ich bei Obsession komisch fand, ich weiß nicht, das ist ja auch so ein Spiel, das Kickstarter-Spiel, ne, von Leuten, die jetzt nicht so viele Spiele speziell gemacht haben, ja, dass quasi diese Art, wie das mit diesem, dass du quasi so ein Plättchen auswählst, dann tust du es auf einen anderen Ort von deinem Tableau, um dann da den Worker draufzustellen. Dann machst du die Aktion und dann brachst du das Plättchen wieder zurück, wo es vorher war. Aber Lord Hunter. Ja, aber du hättest doch einfach so auch das Ding. Aber du könntest doch einfach auch den Worker dahin stellen, wo das Ding einfach steht in deinem Tableau. Das ist das Einzige, was ich wirklich mal auf der Stelle verstanden habe. Aber alles andere ist ganz großartig. Okay, ja, ja, okay. Aber du weißt, was ich meine, ja, oder? Ja, aber das ist ja so. Es ist einfach extrem thematisch. Es fällt schwer, Obsession zu spielen. Jetzt reden wir hier, es ist die Liste. Ich lese immer nur die 10 besten Zwei-Personen-Spiele. Texte auf den Karten. Und wir verschwenden. Ja, ja, nein, wir dürfen keine Zeit verschwenden. Damit, dass wir über Spiele reden, die gar nicht für zwei Personen sind. Top 10. Und diesmal haben wir gesagt, machen wir eine Doppelliste. Ja, das letzte Mal durftest du ja sozusagen deine ja. Weil ich ja meine Liste schon gemacht hatte. Aber ja, jetzt geht's los hier mit zwei Personen-Spielen. Du darfst anfangen. Ich soll anfangen? Ja, du darfst anfangen. Meinst du, es ist Jekyll und Hyde? Nee, stimmt gar nicht. Ja, meinst falsch. Ja. Jekyll und Hyde versus Scotland Yard. Sozusagen der Nachfolger von Jekyll und Hyde. Ja, das finde ich voll cool. Ich habe ja wirklich, kein Spoiler. Ich habe mir das hier mit meiner Liste sogar nochmal nachgedacht, weil ich das eigentlich ganz cool fand. Hier dieses Jekyll und Hyde Duell. Ja, und das ist jetzt, was? Das ist kooperativ. Das? Es ist ja. Von Olivier. Pierre und Guionil. Ich brauche ja eigentlich eine Lesebrille. Ja, ja. Ich versuche das so ein bisschen zu vermeiden. Und Vincent Dutré hat es illustriert. Mandu Games, Nice Game, hat es rausgebracht. Aber eins verstehe ich ja nicht ganz. Wenn es kooperativ ist, warum ist es dann zwar, kannst du noch nicht zu... Ja, weil, also der eine ist Jekyll, der andere ist Hyde. Wir sind natürlich trotzdem die gleiche Person. Also man, ja, hier ja, logisch, quasi ja. Eine Form. Und wir spielen gemeinsam gegen Scotland Yard. Das fühlt sich so ein bisschen an, wie, finde ich, wie so ein... Aber halt, man erfüllt auch so kleine Missions, wenn man das so möchte. Ja? Man muss halt so eine Aufgabe, die man erfüllen muss. Also ein bisschen... Crew-Gefühl zu zweit und ja, man läuft halt vor Scotland Yard weg, ja, und muss halt so Schritte machen. Das hängt davon ab, wie viele Stiche man macht. Jeder Spieler bekommt 12 Karten, gibt 4 davon als Scotland Yard. Ja. Dadurch hat dann jeder 8, weil jeder gibt quasi das halbe Scotland Yard Deck. Man muss aber die stärksten Karten, die muss man an Scotland Yard geben, die 8er. Mhm. Und ja, dann muss man halt dafür sorgen, dass man, es gibt dann noch so Tränke, die kennt man ja auch aus dem Original schon, auch hier gibt es wieder, ja, und ja, auch ja. Die Grundmechanik, die man auch aus dem Vorgänger diesen, schon kennt, mit diesen die Wertigkeit der Stiche wird durch die Reihenfolge der Farben ausgespielt. Also ich spiele die erste Farbe aus, schwächste Farbe, die zweite Farbe, die ausgespielt wird, ist quasi, schlägt dann schon die erstgespielte und damit ist die zuletzt gespielte Farbe die Trumpffarbe, die stärkste Farbe. Oh, cool, nee, also das ist gleich mal ein Titel, den ich mir aufschreiben muss, es ist, dass ich mir das auch noch hole. Auch da, ich auf die meisten anderen Titel, kommt noch einer, der hat auch noch nicht so extrem viele Partien auf dem Kerbholz. Ich erkenne mich, ich habe mich wieder auf meiner eigenen Begeisterungsfähigkeit anstecken lassen. Ja, ich hoffe natürlich, dass hier, das ist natürlich schon auch eine große Würdigung hier, das ist ja nicht die Top 10 Zwei-Personen-Spiele 2023, sondern generell, sondern einfach overall. Ja, und ob ich da nicht, ob die Flamme dann nicht, die Flamme der Freude, die aber jetzt das ist da halt in meinem immer, Herzen bei den neuen Sachen kannst du es ja nicht anders machen. Ich habe auch natürlich neue Sachen drin, die logischerweise, weil sie neu sind, noch nicht so oft gespielt wurden. Was soll man machen? Ich wollte halt auch nicht nur die alten Kamellen ja, aufwärmen. Das ist ja auch langweilig für euch, immer das alte Kamell aufnehmen. So, ich darf auch mal jetzt hier, weil, ja, weil es ist so halb neu. Ja, es geht noch so, es ist letztes ja. Jahr. Es ist letztes Jahr, ne? 2022. Beer and Bread
von Scott Elms. Ich finde halt, das ist einfach so ein richtig schönes Euro-Zweier. Mhm, ja. Mag das auch. Irgendwie ist es halt so eine Mischung, also da passt so viel zusammen. Da ist auch geil, dass du dieses Michael Menzel-Vibe hier hast. Ja? Also irgendwie, das ist so ein Spiel, ja, auch wie das, also das Material, es ist so ein bisschen Erntemechanismus, es hat so ein bisschen Karten, aber das Ganze, auch dass du dann Bier und Brot machst. Alles, was man braucht, oder? Alles, was man braucht, so, ja. Also es ist jetzt auch nicht so spektakulär irgendwie auf eine Art. Weiß, ja? Was du meinst. Ja, es ist schon, es ist irgendwie so ein bisschen, aber es macht so ein gutes Spielgefühl. Und es ist natürlich einfach für Leute, die, sag ich mal, so ein reines Zweier in so einem Setting, ist auch kleine Schachtel, ist aber viel drin, ne? Schön viel, viel. Hat mir wirklich sehr gut gefallen, spiele ich immer noch total gerne. Mir gefällt es auch gut, meiner Frau gefällt es auch gut, deswegen, das sind schon, das ist die Kategorie, die ein Zweier erfüllen muss, da muss man nicht mehr Leute begeistern, das ist ja auch ein Vorteil, kann manchmal auch ein Nachteil sein. Variabel, weil du halt viele Karten hast, so, ne? Also ist auch nicht immer gleich. Wenn es dann der Zweier-Spielpartner nicht mag, jemand Zweier-Spiel übrig spielt, dann ist halt auch schon schwierig. Ja, mehr ist davon gar nicht echt zu sagen. Also und Scott Elms ist natürlich auch wirklich auch so ein Altmeister irgendwie. Ja. Gerade was kleinere Schachteln angeht. Ja, genau. Außer dieses eine da, dieses Heroes. Ja, dieses eine, das hätte ich beinahe gesagt, so, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Dann habe ich aber irgendwie gesehen, dass irgendwie, und da habe ich gedacht, ach nee, komm, einmal nehme ich es jetzt noch mit auf die Woche. Und dann wird's? Nein, noch in Zukunft. So, jetzt Zukunft. Kommt noch. Ich gebe ihm noch eine Chance. Wie heißt es? Heroes of Land and Sea. Das ist das Gegenteil von klein. Es geht weiter. Ich bin mutig. Es sind neue Spiele in meiner Liste. Ja, jetzt kann ich mir auch schon wieder aufschreiben. Caper, für hier von. Wo steht der Name? Da steht der Name. Caper Europe von Unai Rubio, glaube ich. Oder ist das nicht das hier? Ah ja, alles klar. Wundervoll. Ja. Ja. Es ist eins dieser, also ja, wir machen jetzt Raubzüge auf, wir sind kriminelle Schienen, machen so Raubzüge. Es ist diese Art Spiel, das gibt so diesen Mechanismus, ist mir aufgefallen. Das war nur dein Handy. War nur mein Handy. Nichts passiert. Es ist diese Art von Mechanismus, die man häufig in Zwei-Personen-Spielen antrifft, nämlich in der Mitte liegt so eine Leiste und wir legen so, jeder legt so an seiner Seite Karten hin. Ich weiß nicht genau, wie diese Mechanik heißt. Die muss eigentlich einen Namen haben. Ihr wisst, was ich meine mit Lost Cities, ist so ein alter Klassiker. Wo ich habe auch noch, ein Spiel, das kommt gleich bald. Oder, es gibt auch wirklich hat. Eine. Ja, genau. Und das habe ich auch im Kopf gehabt. Also man legt was in der Mitte und jeder legt an seine Seite Karten an und dadurch ringt man um Orte. Ich habe sogar zwei in der Liste. Hanami, Hanamikochi ist auch so eine Art Spiel, zum Beispiel, das noch nicht zu nennen, dass ich da erspickt habe, ist auch so eine Art Spiel. Und hier eben auch. Ja, und da geht es halt um die Raumzüge und wir spielen dann halt diese Kriminellen aus unserem super Team aus. Und es hat einen total charmanten Illustrationsstil, wie ich finde, von Josh Emmerich übrigens illustriert. Ja, sehr schön. Und in dieser Kategorie, wo, bitte, das würde mich wirklich gerne wissen, wie heißt die Mechanik? Also muss ich da nicht, glaubst du nicht, dass das ist ja gar nicht immer die Welt, gibt. Diese Art Mechanik ist es für mich momentan tatsächlich das Beste. Mein Favorite. Ja, cool. Ja, ich habe es noch nicht gespielt. Ich hoffe, es kommt. Ist auch so eins, was ich mir jetzt auf die Liste schreiben muss. Ja, habe ich noch nicht in meiner. Achso, ich schiebe es dir rüber, aber du hast ja deinen eigenen Turm. Ich habe meinen eigenen Turm. Ja, jetzt kommt was auch bei mir in der Kategorie ganz neu, noch nicht so oft gespielt, aber wirklich cool. Haben wir ein Let's Play auch mit Alex online gemacht. Heroes for Sale. Okay. Ein ganz kleines Spiel, Christian Kuder Kosmos. Und das ist eben, ja, was ist das? Das ist ein kleines Kartenspiel mit, ich habe ja auch so ein bisschen so eine Kartenspielphase gerade, ich weiß nicht, ob du das so mitgekriegt hast, ne? So Lokana, keine Sorge, Lokana kommt jetzt hier nicht in meine Top 10 Leute. Das ist einfach ein TCG, ihr wisst das alles. Aber ich spiele viele Kartenspiele, Lokana, Infinity Shards und so weiter, solche Sachen. Und, das ist nämlich so ein Ding. Das ist ein ganz reduziertes Kartenspiel. Es hat, wie viele Karten hat es? 46. Jede Karte ist anders. Und du willst halt, auch starke Karten einfach haben. Und es hat halt einen Auktionsmechanismus, der ganz cool funktioniert. Weil im Endeffekt ist es halt so, du hast am Anfang so ein paar Credits, 30 glaube ich, oder ich weiß gar nicht mehr genau wie viele. Und dann wird eine Karte ausgespielt, die wird dann versteigert. Ja, und das können wir dann ist die halt entweder schwach oder stark, keine Ahnung, wir steigern dann mit unseren Credits. Und wenn du das ersteigerst, kriegst du natürlich die Karte, aber wenn ich dich natürlich hochsteigere,
Ja? Hast du halt sehr viel ausgegeben für diese Karte und hast logischerweise nicht mehr so viel übrig. Wenn du, wenn ich dich sozusagen mit den Credits irgendwann runterkriege, dann kommt die nächste starke Karte, dann biete ich halt immer nur zwei. Zwei Credits. Du hast ja nur noch einen. Ja? Dann nehme ich halt die nächste Karte. Eine Option, ja, zwei. Und dadurch, das ist halt total, das heißt, da kommt eine starke Karte, aber du darfst nicht einfach so deine Credits raushauen. Ne? Wie viel bietest du? Ja? Weil wenn du natürlich irgendwann auf Null bist, dann kann der Gegner halt tun, machen, was er will. Auf der anderen Seite, wenn der Gegner natürlich zu lange wartet, dann hast du schon deine starken Karten und machst ihn platt und hast gewonnen. Also es ist eigentlich ein einfaches Prinzip, aber es ist eben so ein Zwei-Personen-Kartenspiel, wo du eben nicht ganz viel Booster kaufen musst, dass es trotzdem immer irgendwie spannend und anders ist. Oder? Und kriegt der andere die Münzen, die ich bezahle? Nee, die sind einfach weg. Ich habe nämlich nur noch eine Münze. Genau, und es gibt so ganz paar Effekte, wo du auch noch eine Münze wieder kriegst. Das geht ja auch nicht lang. Das geht nur 20 Minuten. Das ist wirklich so ein Abtasten. Ne? Wann muss ich Gas geben? Wann darf ich meine Geld... Wann ist die Karte, die da liegt, wirklich so wertvoll für mich, um zu gewinnen, dass ich dann wirklich halt viel biete? Es ist echt, das ist diffizil. Ja, ich bin ja nicht so, weißt du ja noch. Ich bin ja Auktionsspiele, da gehen ja über die Lampen immer eher so. Doch. Das es ist gibt wirklich viele Ausnahmen von der Regel. Ja, hier. Ist schön reduziert. Isle of Sky. Ganz schön, ja. Oder das Tolle, wo man diese Industrie da aufbaut. Das müsst ihr doch auch. Furnace. Ja, auch fantastisch. Furnace auch fantastisch. Aber jetzt mal mich skeptisch. Ja, aber ich würde natürlich mich gerne überzeugen lassen. Ist ein kleines Zweier. Ich würde es immer verlieren, wenn ich da mein ganzes Geld in der ersten Runde ausgeben. Du bist gleich die erste Karte. Außerdem sind sie sehr schön illustriert, auch Vincent Dutray, jeder andere anders so. Ja. Ist schon schön. Ja, also gut, wir sind auf Platz 8. Vielleicht haben wir eine Überschneidung, vielleicht? Ja, könnte sein. Könnte sein. Aber nicht auf diesem Platz. Oh, das wäre natürlich so ein Volltreffer. Meine 7, richtig? Ja. Nee, 8. Meine 8. Meine 8 ist Splendor Duel. Da muss man gar nicht so viel dazu sagen, glaube ich. Es ist einfach Splendor. Ich bin ja gar nicht der größte Splendor-Fan. Nicht mehr? Ja, doch. Ja, also ich habe das wegen den Kids ja auf Splendor Marvel gewechselt. Da fliegen jetzt das erste Gemüse in meine Richtung. So, ja. Die kann ja nur, dieses Wunderschöne. Ja, da hat es dann halt meine Tochter auch mit mir gespielt. Und aber dann hast du mir, glaube ich, ich glaube, du hast mir das erzählt, das auf der BerlinCon. Und da habe ich das noch schnell für den Sommerurlaub quasi. Mich hat es auch schon. Vor dem Sommer eingepackt. Ich finde es auch super cool. Wirklich gut funktionierendes Zwei-Personen-Spiel. Das aber auch eben, das hat ja auch seine ganz eigene Mechanik mit hier, diesem Feld an Edelsteinen, die dann genommen wird und ich kann da immer so rein und spalten nehmen. Also es ist auch anders in der Mechanik. Es ist wirklich da wurde sich wirklich einiges überlegt, aber es hat trotzdem noch dieses Splendor-Gefühl. Und so. Genau. Ja, voll geil. Also ich finde auch, also da könnt ihr schon sehen, es ist Spoiler, das wird meine Liste noch auftauchen. Mal gucken. Dann werden wir da dann noch. Sehr, dann brauchen sehr, wir jetzt gar nicht so schön. Viel drüber reden. Ja, und jetzt kommt mein Spiel, was diese... Oh, bei mir ist auch verkehrt rum. Was diese Mechanik hast, die du jetzt vorher angesprochen hast, nämlich siehst du hier? Ja? Das habe ich auch noch nicht gespielt. Bin gespannt. Pazifika, Stadt am Meeresgrund von Matthias Prinz und Matthias Kalmbaum. Kann dir vielleicht noch in Erinnerung sein, Helios? Autor. Ja, natürlich. Ja, es war damals ein schönes Spiel. Ja, ein schönes Spiel. Und das ist auch ein schönes Zweier, was auch diese Mechanik gut macht. Es ist nämlich ein Zwei-Personen-Engine-Builder so ein bisschen. Du hast halt auch diese Karten und du baust halt auch in den verschiedenen, das sind so verschiedene Kategorien und es gibt halt Karten, die machen halt so eine kleine Engine und der eigentliche Gag besteht aber darin, du versuchst solche Idole halt hinzukriegen und die können dir halt wieder abgeluchst werden. Das heißt, das erste Idol ist halt leicht zu kriegen, da brauchst du irgendwie nur 3. Ja? Wenn du es dann hast, drehst du es auf 5, das heißt, der Gegner braucht dann 5, um es dir wieder zu klauen, dann dreht es auf 7, dann kannst du es in 7 nochmal klauen, dann ist es gesaved. Und du musst halt so ein bisschen überlegen, okay, auf welche Idole gehe ich, ne? lasse ich ihm das einfach, gehe ich auf die anderen, battlen wir uns um ein bestimmtes, aber da muss ich natürlich auch gewinnen, weil wenn ich dann voll viel investiert habe, 5 investiert habe und er gewinnt es mir dann mit 7 weg, ne? Dann habe ich halt 5 Karten irgendwie umsonst da geengined. Ja, so, also das ist wirklich ein ganz cooles Duell. Ja, das war's eigentlich schon. Das sind ja Unterwasser und Unterwasserstadt, genau, so ein bisschen Atlantis-mäßig, so, ne? Aber letztlich sind es einfach Engine-Builder-Karten. Ja, ich hatte das, ich weiß gar nicht, als das noch in der Vorankündigung von Cosmo-Spielen war, oh, alles klar, da kommt ein Zweier, sieht interessant aus, hört sich interessant ist an. Ist wirklich und schön. Und aus irgendwelchen Gründen hat es. Bin ich auch gespannt, ob es sich so hält. Regal, ja, ob es sich so hält auf die lange Sicht, das ist ja jetzt auch neu noch, 2023, aber fand ich gut. Na, ist tatsächlich an mir vorbeigeschwommen. Ja, aber ja, deine Sachen habe ich ja auch schon zum größten Teil noch gar nicht gespielt. Das nächste habe ich auch noch nicht gespielt. Die 7? Ja. Ich habe hab hier so merkwürdig unterschiedlich große Schachteln, dass mein passieren. Turm wirklich schwer zu handeln ist. Aber das ist ja auch, ne, Zwei-Personen-Spiel ist ja auch eine spezielle Kategorie Botanik.
Jetzt geht's los. Ich sag dir, ey, Grégoire, Laguet, Franz Philippine, Sebastian Crochon, Botanik. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich auf den Titel aufmerksam geworden bin. Das ist ja komplett französisch. Das ist überhaupt ein Pass, wie das ist kein Problem. Da steht nichts drauf auf dem Plätzchen. Ah, ja, doch, hier ist auch Englisch. Ich glaube, eine englische Anleitung war auch dabei. Doch, das ist Französisch und Englisch. Aber es ist tatsächlich eine gute Frage, ob das noch gar keinen so richtigen deutschen Release hat. Ich glaube, das hat Asmodee nicht in der Liste, aber ich müsste nochmal nachgucken. Space Cowboys Titel, ja. Ein kleiner. Zwei-Personen-Spiel, wie alle hier in der Liste. Vielleicht war das auch wirklich nur ein, so ein Post auf Instagram von irgendjemandem. Oder sowas, ja, was? Man baut, das ist auch, das musst du dir wirklich anschauen, weil irgendwie ist es eigentlich auch recht abstrakt. Ja, wir bauen hier wirklich eine seltsame Maschine aus Rohren und Pflanzen, wie du schon siehst, ist es relevant, hier bestimmte Farben zu bedienen. Es hat einen sehr ungewöhnlichen, indirekten Auswahl, also es ist in seiner Mechanik wirklich sehr originell. Also es ist, man kann da nicht einfach so Plättchen nehmen, sondern du musst alles so ein bisschen indirekter machen. Ja, also da liegt da liegt so eine Leiste und da liegen Plättchen in der Mitte. Ja, und da kannst du jetzt dann quasi halt auch nur an den Rand halt bestimmte Sachen stellen, um die zu beanspruchen, aber du musst dann wieder andere hinlegen, um das überhaupt auszulösen. Es ist also wirklich gar nicht so einfach, überhaupt an die Teile ranzukommen, die man so haben möchte. Und es ist alles cool so ein bisschen verkopft und seltsam, aber auf eine kreative Art und Weise. Also ja, die Plättchen, die man dann selber hat, da versucht man dann schon einfach so Rohre, gleiche Farbe zum Beispiel, aneinander zu puzzeln. Und dann kann ich noch so Blumen reinpuzzeln, dann gibt es extra Punkte. Aber es ist wirklich, also wir haben das jetzt im Urlaub sehr oft zu zweit gespielt und es macht wirklich extrem Spaß. Tut mir leid, dass ich jetzt diese Kernmechanik auch nur so schwer beschreiben kann. Aber muss ich mir angucken. Definitiv. Packt euch das mal auf die Liste, der ungewöhnliche Zweiermarkt, und schaut euch das mal an. Ja, jetzt geht es bei mir weiter mit, ich hab schon gesagt, meine Liste ist so ein bisschen abstraktlastig. Aber es liegt wirklich daran, das hatte ich auch schon gesagt, mein Sohn hat echt voll die abstrakte Phase, ne? Wenn ich ihm sage, so komm, lol, wollen wir nicht mal irgendwie so hier das spielen? So, und er sagt, oh nee, komm, lass mal lieber wieder sowas spielen wie das hier. Acht ausgemacht, sowas halt. Ja. Neu jetzt bei Asmodee rausgekommen. Okay. Und das ist halt einfach nur, also es ist halt, ich weiß gar nicht, ob du damit überhaupt was anfangen kannst, aber das ist halt einfach mega abstrakt. Das ist halt einfach so ein Spiel, wo du halt so einen Spielplan hast, ja. Und wo du dann reihum halt solche Teile draufsetzt, ja, was dann so ein verschlungenes Muster ergibt. Und darauf platzierst du dann, wenn du zum Beispiel diesen Kreis hier vollständig machst, platzierst du darauf so einen großen Kreis. Oder wenn du so ein Viereck vollständig machst, platzierst du ein Viereck drauf. So schönes Holzmaterial und so. Und es ist halt wirklich, also es ist theoretisch sogar nicht mal ein reines Zweier. Dann bildest Form. Und dann kannst du aber auch, wenn du kannst so ein Unendlichkeitssymbol bilden. Wenn du das bildest, hast du sofort die Runde gewonnen. Also da musst du sagen, da hast du ein Sudden Death drin, wobei das nicht Sudden Death ist, sondern du musst, wenn du sofort die Runde gewinnst, kriegst du einfach 8 Punkte, brauchst du aber 24, um dieses Spiel zu gewinnen. Es ist sogar nicht mal ein reines Zweier. Du kannst es nämlich auch als Teamspiel spielen, wobei ich das nie gemacht habe, muss ich zugeben. Das ist für mich ein Zweier, weil du einfach, ne, das ist zu viert, da haben die Leute zu wenig zu tun, aber du kannst ja zwei Teams spielen, das kannst du zu zweit gegeneinander spielen. So, ja. Naja, und es hat das so besonderes, es hat wirklich besonderes Material mit diesem glänzenden Ding. Und dann hast du halt wirklich, hast auch noch Karten, die kriegst pro Runde, kriegst eine Karte, kannst du nochmal so was abfeuern, dann plötzlich irgendwie, ja, nimmst du dem Gegner sowas weg, was er aber braucht, um die 8 zu machen. Dann, ja, das ist wirklich ein interessantes, abstraktes Spiel, aber natürlich für Liebhaber von abstrakten Spielen. 36 Minuten. Ja, das ist ein Witz halt, weil halt, ne, 8 mal sowas. Ja. Ich habe auch von 8 bis 38. Aber 36. Ja, aber irgendwie, aber trotzdem ist das auch irgendwie so ein Witz. Also das ist, ich verstehe das auch nicht. Und 8 bis 88. Ja, das ist, aber daran merkst du auch schon. Das ist so ein bisschen so ein besonders krudes Ding, was aber eben wirklich abstrakt cool funktioniert. Und wir spielen das echt gern. Also es ist halt so ein Spiel, was 88 halt. 80 ist ja eigentlich keine schöne Zahl. Nee, das ist keine schöne Zahl, stimmt. Das heißt, da heißt auch 8 ausgemacht, nicht 8 nach. Ja, 8 Gott sei Dank. Aber das verstehe ich auch nicht, dass irgendwie bis 8. Ja, aber da das ist halt. Das verstehe ich auch nicht. 8 warum die 89-Jährigen nicht mitspielen können. Aber es ist wirklich ein schönes abstraktes Spiel. 89-Jährige. Bei Ravensburger durfte man immerhin bis 99 mitspielen.
8 ausgemacht, hört es einfach auf. Sehr gut, ja. Da bist du raus. Da bist du raus. Aber das nächste, was du hast, ist ja fast, oh, ich mein, Gott, abstrakt meine... ist vielleicht der falsche Ausdruck. Aber... Ja, aber es ist, weiß auch nicht, Spiel ist vielleicht auch. Manche würden das sagen, hätte ich natürlich auch auspacken können, aber das habe ich jetzt nicht mitgeschleppt, vielleicht, weil ich einfach dachte, ich muss hier, das wäre mir zu groß. Ja, ich dachte, es muss weiterhin gewürdigt werden. Klaas, ja, von der Game Factory, da haben wir ja eh den Alex als Missionar, der schon die ganze Welt gereist ist, um dieses Spiel zu spielen. Schon wieder irgendwie am Rummachen hier wegen nächste Weltmeisterschaft, ja, Berlin-Korn, genau, und so weiter. Ja, wer es nicht kennt, ist halt, geht eher in diese Kategorie Kneipenspiele, keine Ahnung, wo man vielleicht auch Tischkicker und Dart hinstellt, da kann man auch ein Klaas hinstellen. Es ist wunderschön und groß, wir sind aus Holz, also kennst doch bestimmt fast alle, wer nicht. Es ist ein reines Zweier. Man steuert hier so einen schwarzen Stab, indem man unten quasi mit einem Magnet, ja, den so hin und her bewegt. Und das Ziel ist quasi so ein Ball, entweder ins gegnerische Tor, also so eine Fläche halt, die so reingelocht ist, da rein zu befördern. Und in der Mitte stehen noch drei Magneten. Man kann es auch einfach schaffen, die Magneten an den anderen Spieler so dran zu schießen. Zwei Magneten, glaube ich, an einem dran stecken, dann hat man nämlich auch die Runde verloren. Und ist halt man das einfach bis eine bestimmte Anzahl. Fast ein Klassiker, es ist fast ein moderner Klassiker. Ja, ist einfach das Beste. Reaktions- oder keine Ahnung, Fußball-Zweierspiel, ja, wie auch immer man das nennen will. Genau, auch wieder, es ist halt so ein, das erklärt sich im Prinzip fast dadurch, dass es da steht. Es ist halt eins dieser Spiele, deswegen auch als Kneipenspiel eben durchaus geeignet, außer dass man, also nicht wirklich, weil man dann, es fallen diese Dinge schon mal auf den Boden. Also wenn ihr jetzt wirklich in der schummrigen Kneipe spielt, habt ihr das Problem, dass ihr dann die Teile da natürlich, den Ball oder auch die Magneten, die jumpen schon mal da runter und dann muss man die halt wieder einsammeln. Aber das ist sowas, was man halt auf einer Party, keine Ahnung, wo man hinten die Arcade anmacht oder einen Flipper hat und dann stellt man noch ein Glaskin. Gibt auch eine Vierer-Version davon. Ja, ist auch tatsächlich geil. Aber die hat in dieser Liste nichts verloren. Die hat da nichts verloren. Tja, beim, jetzt kommt so ein Spiel, was hast du vielleicht auch noch? Vielleicht. Ja. Es ist halt auch so ein Ding, was einfach geblieben ist, so als eine der besten Zweier-Spiele, die es halt so gibt. Haben wir, glaube ich, auch, es ist ja nicht die erste Zwei-Personen-Liste, die wir gemacht haben. Ich glaube, ich war schon mal auf Platz 1. Weißt du noch, wann wir das zum ersten Mal gespielt haben? Das weiß ich nicht mehr. Um jetzt hier mal sentimentale Tagebucheinträge zum Besten zu geben. Unsere allererste Partie, Seven Wonders Duel, hatten wir auf der GenCon. Ich glaube nicht auf der ersten, sondern... Das kann sein, auf der zweiten. Wo ich noch mit dieser frisch gebrochenen Schulter... Das ist wirklich sehr sentimental, wird's jetzt. Also du meinst die. Wo ich nur auf einer Seite Taschen tragen konnte. Oh Gott, ja, das waren harte Zeiten. Das waren harte Zeiten. Ja. Nee, aber da ja, ich meine, Seven Wonders Duel, ja, ist halt wirklich so schön ausgenommen. Ist eben so ähnlich wie Splendor Duel, auch eben nicht nur abgeklatscht, sondern halt so richtig neu ausgedacht mit dem Auswahlmechanismus und es funktioniert so gut. Und deswegen gehört es auch weiterhin in die Top 10 Zwei-Personen-Spiele. Ich stimme zu. Dankeschön, bitte. Du darfst weitermachen. Ich habe auch noch so ein altes Ding. Ah, ja. Jetzt. Wo sind wir denn jetzt? Also ich glaube, das ist Platz 6. 5. 5? Oder? Nee, es kommen bei mir noch... Also nee, du bist schon bei Platz 5. Du hast ja angefangen. Ja, ist Platz 5. Bei mir kommen noch 4 danach. Weil du zuerst warst, ist jetzt Platz 5. Genau. Ja, und genau das... Genau, Patchwork. Ja, das können wir auch schnell abhaken, glaube ich. Weil es auch so gut ist. Von wann ist denn das? Sicher fehlt dann bei mir. 2014. Das werden wir gleich sehen. Haben wir irgendwelche Zahlen durcheinander gebracht? Nein. Das 2014. Ja. Ja, das ist auch ein liebgewonnener und ist in der Top 10 gehaltener Klassiker, Uwe Rosenbergs Patchwork, wir tun halt so ein Patchwork, so ein Teppich da zusammenknüpfen aus so lustigen Teilen, die kosten Knöpfe, es gibt Knopfeinkommen, es hat diese Mechanik, die wir auch immer, wenn wir diese Mechanik erwähnen, sagen wir meistens wie ein Patchwork und damit meinen wir, wer hinten dran ist, darf aussuchen und bewegt dann entsprechend seinen Stein nach vorne und wenn er dann immer noch am hintersten steht, dann ist er wieder dran. Also eine der meistkopierten Wenn es denn wirklich von daher kommt. Wenn es da überhaupt von daher kommt, richtig, richtig. Aber man hat immer wieder das Gefühl, es ist einfach eine gute Wenn wir es benennen, haben wir es zumindest immer auf Patchwork dann. Aber wenn man schon nostalgisch oder melancholisch werden will, ich meine, es ist 2014, ja, ist ja eigentlich klar, dass 2013 haben wir unser erstes Video gemacht. Das ist 10 Jahre her. Was? Ja, also echt? Ein bisschen leer schon. Ja doch, weil 2013 im November haben wir die ersten Videos gemacht. Ja, es ist schon 10 Jahre. Oh, das wäre auch mal ein Video, aber da müssen wir ein bisschen kümmern. Das ist quasi ein Video, wo wir Videos kommentieren. Ja, was waren die...
Wie sahen wir damals aus? Wie sahen wir damals aus? Mein Gott, was war das für ein T-Shirt? Also über Patchwork können wir gleich nochmal kurz reden, aber vorher. Ach so. Vorher. Ich habe Angst. Nochmal so ein Ding. Nochmal so ein abstraktes, verrücktes Ding, wo du. Wo du irgendwie den Kopf schüttelst. Never heard about it. Vor allem das Geilste, es ist noch komplett koreanisch. Sogar mit koreanischer Anleitung. Warte mal. Ja? King's Crown. Ja, genau, King's Crown. Nein, das ist tatsächlich von Korea Board Games. Müsste das jetzt eigentlich auf Deutsch schon, weiß ich gar nicht, ob es schon, aber das war angekündigt, weil das hier ist das Original Koreanische, was sie mir bei der BerlinCon in die Hand gedrückt haben. Und das ist ein Spiel aus einer Trilogie, also es haben ja sogar drei Spiele eigentlich, von ihm hier, und ich weiß nicht, wie er heißt, weil ist alles er koreanisch. Heißt halt koreanisch, koreanisch irgendwie. Noch, ne? Aber er ist ein Go-Großmeister. Ja, ein koreanischer Go-Großmeister. Und der hat sich in den Kopf gesetzt, er will irgendwie Spiele entwickeln, um Go irgendwie zugänglich zu machen. Und dann hat er eins gemacht, das erste aus der Reihe, das ist auch wirklich eigentlich nur Go, das ist so mit so, da setzt du einfach, Go ist ja einfach mit den schwarzen, weißen Steinen, weißt du, wo jeder einfach, wenn er dran ist, setzt er einen schwarzen oder einen weißen Stein und man muss versuchen, so die Leute so einzukesseln, das ist eigentlich Go, ja, und dann die, ne, und du versuchst so Gebiete zu umschließen und zu kontrollieren. Und das erste, nicht das, sondern das erste, das heißt, Go ist das komplexeste Spiel. Genau, ja, ich glaube, ja, genau. So das ist das also auch im Vergleich mit Schach, das Schachcomputer, da kann man inzwischen schon längst, aber ein Go-Computer ist meines Wissens ist doch, doch, er hat inzwischen, glaube ich, auch gewonnen, aber er hat viel länger gebraucht als der Schachcomputer. Das ist die Möglichkeit an Zügen in einem Go-Spiel, es ist irgendwann exorbitant und übersteigt die Atome im Universum. Nee, tatsächlich. Es gibt da wirklich krasse Statistiken. Absolut, auf jeden Fall. Naja, jedenfalls, dieses erste Spiel, das ist noch mehr an Go dran. Das hier ist aber wirklich interessant, das könnte dir auch gefallen, weil es ist im Prinzip Tic-Tac-Toe. Ja, also du versuchst... Tic-Tac-Go. Tic-Tac-Go, genau. Du versuchst mit deinen Kronen eigentlich nur eine Reihe oder eine Diagonale hinzukriegen. Okay. So, ja. Okay. Aber in diesen Kronen siehst du, sind Zahlen drin. Mhm. Und es ist eine Mischung aus Tic-Tac-Toe, Go und Bingo. Weil diese Zahlen sind am Anfang... Zahlen sind am Anfang in einem schwarzen Beutel und du draftest die Zahlen am Anfang. Ja. Die kommen einfach, das ist so eine Drafting-Phase, da setzt du auch noch gar nichts ein. Du greifst einfach in den Beutel, holst zwei raus. Und dann kannst du dir eine Zahl nehmen. Jede Zahl gibt es zweimal in zwei verschiedenen Farben bis 20. Ja, da gibt es also eine gelbe 11 und eine weiße 11. Ja, so. Gut. Jetzt draftest du diese Zahl. Manchmal weißt du gar nicht, was das eigentlich soll oder wozu du eigentlich die brauchst. Dann setzt du ein. Und jetzt ist der Gag. Wenn du irgendwo einsetzt, kannst du auch irgendeine Zahl reintun. Egal. Aber wenn du nebeneinander setzt, hier zum Beispiel, ja, musst du eine Nachbarschaftsbedingung erfüllen. Und das ist entweder, wenn du jetzt eine gelbe Zahl hast, müsstest du eine 11 haben oder eine 9 in gelb, also 1 höher oder 1 niedriger. Mhm. Oder wenn du könntest auch eine gelbe 20 haben, also verschiedenfarbig und gleiche Zahl. Wenn du könntest aber auch eine weiße 19 oder eine weiße 21 oder eine weiße 2. Und das ist wirklich genial, weil du dadurch hast du eben nicht Tic-Tac-Toe, ist ja einfach so, wer anfängt, gewinnt. Und hier ist es wirklich verrückt, weil du manchmal, also entweder kannst du nicht setzen, oder du setzt was und in dem Moment, wo der Gegner da was setzt, kannst du nicht mehr setzen. Und du kannst eigentlich, es ist halt voll krass, das Spiel, weil du eigentlich im Drafting schon komplett Memory machen müsstest. Sagen wir, okay, was draftet der für Zahlen? Was hat der hinter seinem, das ist auch hinterm Sichtschirm, ne? Du hast hinterm Sichtschirm deine Zahlen. Du weißt, okay, ich weiß doch, du hast noch die weiße 20. Wenn du die jetzt da hinsetzt, dann kann ich das nicht mehr legen. Deshalb setze ich jetzt zuerst dahin. Ja. Warum sollte mir das gefallen? Das klingt ja... harte Arbeit. Es klingt ja harte Arbeit. Oh, aber Gottes, das ist tatsächlich das Beste, schwindelig. Das Beste von diesen drei Spielen. Wie war das im Mittelteil? Ja, aber der Punkt ist, dadurch, dass das, was du eigentlich machst, nämlich einfach nur Tic-Tac-Toe setzen, total einfach ist, konzentrierst du dich nur auf diese Zahlensammeln. Ich glaube, also wir, mein Sohn und ich, sind jetzt da keine Großmeister drin, sondern wir draften auch mehr oder weniger so ein bisschen aber nach Gefühl. Auf dem Weg, genau. Und ich kann es nur empfehlen für alle, die so eine Art von Spiel mögen. Ja, krass. Und die anderen beiden, die gibt es schon? Oder hat er gesagt? Die gibt es auch schon. Ja, die haben wir auch gespielt schon. Auch das ist nur das, was ich am besten finde. Das ist quasi das Highlight. Das ist, was ich am besten finde. Also, du hast die ganze Trilogie gespielt. Die ganze Trilogie haben wir gespielt. So Go, ja, also, das dritte ist dann so ein bisschen mehr schachig. Da hast du dann so komische Ritter mit so heimlichen Zahlen. Nee, Stratego-mäßig. Weißt du noch Stratego? Ja. Das ist echt so Stratego-mäßig. Da hast du so Figuren, die haben so verdeckte Zahlenwerte und können sich dann so gegenseitig... Finde die Fahne. Genau. Ja, nicht so viel. Dann willst du einfach so durchkommen. Aber das finde ich gar nicht so gut. Das erste ist auch noch gut, weil das einfach so ein einfaches Go ist. Mit meinem Sohn auch total toll. Das finde ich nur nicht so interessant. Aber das hier ist wirklich...
Also mein Sohn hat mich dazu gebracht. Ich wollte es immer wieder spielen. Ich so, haben wir wirklich? Dann spielen wir. Irgendwie ist das schon echt geil. Ja. So, müssen wir, mal, wie viele Spiele hast du jetzt noch? Ich habe jetzt noch 4. Ja, ausgezeichnet. Ich auch. Platz 4. Ja, gut. Da ist es gut, schon wieder. Ja, gut. Ihr habt ja das Spiel in der anderen Liste. Das andere Liste schon gesehen. Ja, hoffe zumindest. Ja, wenn nicht, dann guckt auch die Liste die besten Spiele 2023 und wurde hiermit jetzt gespoilert. Ja. Aber ich, wenn es in der anderen Reihenfolge guckt, dann nicht, weil hier ist es wieder Sky Team. Ja, ich hätte sicher auch in meiner Liste, wenn ich schon gehabt hätte. Ich warte jetzt noch auf Deutsche, kommt aber wirklich gleich. Auch da natürlich, ja, die Euphorie des Jahres. Ja, wird es für immer jetzt auf diesem Rang bleiben? Ich weiß es nicht. Wenn man dann mit allen Flughäfen durch ist, also wie gesagt, ich will es nochmal nicht alles erklären. Pilotin und Co-Pilot, die landen jetzt zusammen ein Flugzeug und es ist Dice Placement. Man darf ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr miteinander reden, muss dann ein Gefühl dafür entwickeln, was der andere wohl so haben könnte und was er vorhat. Was will er mir damit sagen, dass er diesen Würfel hier platziert? Was bedeutet das? Und man steuert halt so verschiedene Flughäfen an, durch die dann auch der Schwierigkeitsgrad steigt und neue kleine Elemente auch dazukommen, die es eben davor noch nicht gab. Es wird dann komplexer. Ob wir dann jetzt nochmal alle Flughäfen ansteuern, wenn dann alle Flughäfen mal angesteuert wurden oder man dann auch eher wie in einem Kampagnenspiel, also ich kann mir das schon, es ist jetzt nicht so narrativ, ja, sondern diese Flughäfen haben halt unterschiedliche Bedingungen, von leicht bis immer schwieriger. Wahrscheinlich kann man das auch locker öfter spielen. Momentan ist es bei mir wirklich extrem hoch im Kurs bei zwei Personen spielen. Ja. Ob das für immer da bleibt. Ich freue mich richtig drauf. Zeit wird es zeigen. Ich freue mich richtig drauf. Ja, das nächste kann ich schnell abhaken, ne, weil. Ich hatte jetzt, ich meine, aber die Reihenfolge, ihr wisst ja, wie das ist, immer mit diesen Reihenfolgen. Ne? Aber das sieht man aber mal, ja, wenn wir es beide in der Liste haben. Ja, wir haben uns nicht abgesprochen, extra, ja, wir haben uns nicht abgesprochen, das sieht man daran auch. Ja, und ich sag, bei mir ist halt Patchwork auch recht weit oben, also zum Beispiel auch höher, warum ist jetzt höher als Seven Wonders Duel, könnte man zum Beispiel fragen. Bei mir ist es, glaube ich, ein bisschen so, das spielt halt auch mit meiner Frau gut, während Seven Wonders Duel, da ist sie eher raus. So, ne? Deswegen, aber ja, wir brauchen darüber nicht mehr sagen. Es ist halt einfach ein Evergreen. So, Platz 3. Jetzt kommt mein größtes, nee, Quatsch, Glasgow größer. Aber von der Spieldauer. Ja, jetzt kommt das Einzige, was auch kein reines Zweier ist. Aber kommt schon, Leute. Und jetzt kann ich dich schockieren. Das denn wirklich jetzt kann ich dich schockieren. Ich habe sogar auch drüber lacht. Ja! Das wäre zum Beispiel, wie gesagt, ich finde das tatsächlich ein reizvolles Video, da brauchen wir ein bisschen Vorbereitungszeit, Dinge Revue zu passieren lassen. Und nachträgliche Prädikate. Ja, auch so Sachen wie, wir würden dann sowas wie, wir verleihen, keine Ahnung, einfach mal im luftleeren Raum gesprochen, 3 nachträgliche Prädikate, was waren quasi die schlimmsten. Das ist eine sehr gute Idee. Solche Fehler, aber auch andersrum, es würde mich selber gerne nochmal interessieren, da müsst ihr wirklich selber nochmal viel durch Videos klicken, was waren die 3, wo wir heute sagen, sorry, dass wir dieses Spiel empfohlen haben, es tut uns leid. Was war, aber hat so, nicht den Test das der hat, Teil, das genau, auf Time so bestanden. Ja, manchmal ist ja in der Euphorie, man hat es dann einfach so und dann spielt man das nochmal 10 Mal und denkt dann irgendwann, das würde mich selber interessieren. Das hat auf jeden Fall schon sein. Hast du mal die Erweiterung gespielt? Weil ich habe ich mal gemacht, aber nur eine Partie und das fand ich ein bisschen, also da bin ich nicht so richtig reingekommen, aber das war, glaube ich, auch einfach, weil es braucht es, glaube ich, auch nicht. Also es ist so, wie es ist, gut. Es ist die Erweiterung? Ja, nee, das braucht das keine braucht. Erweiterung unbedingt. Aber es hat einen. Es hat einen, ja. Die ist aber geil. Weil da diese, da werden halt dann, gibt es nochmal, ja, die ist eigentlich, ist sie fantastisch. Also sie ist fantastisch, ja, weil also, sie ist im Kleinen, aber sie verändert halt mit dem Kampfsystem. Eine Varianz einfach dazu. Also gerade wenn man schon ein paar Mal gespielt hat, ist jetzt nichts, auf gar keinen Fall eine Erweiterung, die man sofort damit dazu packen muss. Das überfordert es ist ein einfach, ja, es ist Beweis dafür, dass Lizenzspiele fantastisch sein können. Star Wars Rebellion ist eine epische Konfrontation der guten und der bösen Seite, die hier auch von die helle und die dunkle Seite der Macht. Ein sehr, sehr asynchrones Spiel. Also wenn man das erste Mal sieht, denkt man, als Rebell hat man keine Chance, weil es quasi der Schlag ist. Ja, das hat man am Anfang. Vormachtstellung des Imperiums. Aber gerade darin liegt der Reiz dieses Spiels und beide Seiten können gewinnen. Wir werden es vielleicht dann in dem Video der verpatzten Prädikate nochmal wiedersehen. Platz 3. Mein Platz 3, ja. Ich glaube, ich bei dir auch. Ja, habe ich tatsächlich drüber nachgedacht und bin froh, dass du es jetzt hier drin hast, weil ich habe mich dann irgendwie, ist aber auch eher aktuell, wieder die Kategorie übrigens. Ja, wieder die Kategorie. Gerne, wieder die Kategorie. Den Namen suchen, wie nennt man diese Art Spiel in der Mechanik, wo bei mir Caper so gerade so ein bisschen, weil ich das einfach thematisch finde, aber Rift Wars ist halt auch ein tolles Duellspiel, auch eben so ein Spiel, was
so, ne, sowas wie Lorcana halt macht, aber halt ohne TCG super geil hinkriegt. Immer toll Varianz, du hast die verschiedenen Gilden, dadurch immer alles anders, andere Spezialfähigkeiten und cooles, ja, so ein cooles Hin und Her mit Karten, spiele ich auch gerne mit meinem Sohn. Und genau, ja, also halt, man muss dann halt nicht auch so viel investieren, ja, wie in manch andere Spielformate, weil Rift Wars eben, wie gesagt, kein TCG. Es gibt eine Erweiterung, glaube ich. Ja, es gibt auch eine Erweiterung, habe ich auch schon mal ausprobiert. Da gab es einfach noch mehr Gilden, noch mehr Kombinationen. Aber selbst hier mit 10 Gilden hast du ja 210 Kombinationen. Den will ich sehen, der das alles schon gespielt hat. Auch von One More Time Games, ja. Rift Wars war ja damals schon groß, aber so in meinem persönlichen Jubel hat ja Challengers. Ja, ja. Das jetzt hat in der zweiten Version. Ah ja, aber du hast ja vorhin gefragt, ne? Mein nächstes Opening wird ja mit Challengers zu mir, habe ich mir vorgenommen. Weil einfach, ich habe nämlich als Challengers jetzt auch bei mir im Laden gehabt und gemerkt, die Leute, die es nicht kennen, ne, die gucken halt so und denken so, was ist das? Das musst du halt mal spielen. Ja. Und dann wirst du halt einfach gehuckt. Deswegen machen wir auf jeden Fall ein Challenges zu mir. So. Meine zwei. Ah, ja. Silber geht an. Ja, bei uns geht es sozusagen, das eine ist höher. Aber ja, ich hätte auch so ausgehen können bei mir. Ne? Was soll ja, ich sagen? Ja, es ist wirklich auch einfach, ich halte es immer noch für fantastisch gut. Das gilt aber tatsächlich auch für sein Onkel, also das Original Seven Wonders, ist bei mir auch immer noch, also ich finde es von der Zugänglichkeit, also ja, Seven Wonders halt für die größere Runde und trotzdem schnell und einfach gespielt, kann man in der ganzen Familie spielen. Und Seven Wonders Duel halt einfach, wir haben es fast immer, glaube ich, im Gepäck dabei, wenn wir irgendwo hinfahren und zwei Personen cool einpacken. So ein Dauerbrenner zusammen mit dem, was gleich noch kommt. Und wie gesagt, das hier ist nicht. War es nicht eins, die Eins, bilde ich mir ein? Ja, es war nicht die Eins, nein, die Eins war auch früher die Eins. Aber ich sehe schon, was du da hast und ich hätte, es wird super, alles gut. Jetzt, ich habe auch noch eine Überraschung, habe ich für dich noch, was Schönes, was Neues. Habe ich auch erst nicht gespielt, weil es so neu ist. Orio. Habe ich das verkehrt rum? So, nee. Orion Duell. Und ich sag mal so, ich habe das auch erst seit Putzen gespielt. Und es ist von, das ist eine Essen-Neuheit, Matago, ja. Auch abstrakt, ja, in gewisser Weise, ja, in gewisser Weise auch abstrakt. Die haben damals geschrieben, das ist ohne Scheiß, in der Boardgame-Geek-Eintrag, glaube ich, stand, das beste abstrakte Spiel von Essen 2013. Haben die selber von sich gesagt. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Die von besten Pommes der Stadt. Ich habe das beste Ding. Aber ich habe gedacht, okay, wer so selbstbewusst ist, da ist vielleicht auch, steckt vielleicht auch was dahinter. Ja. Also habe ich es mir natürlich dann auch, habe ich es angefragt, geholt und habe es jetzt auch gespielt und naja, es ist auf Platz 2 jetzt und es ist wirklich fantastisch. Und was machen wir hier? Wir puzzeln, weil es ist nämlich ein abstraktes Puzzlespiel. Jeder hat diese Puzzleteile und du siehst, einer spielt orange. Wir haben die gleichen Puzzleteile, auch die gleiche Anzahl, aber du siehst, die orangen Puzzleteile, da hast du zum Beispiel den einer orange, während ich hier den einer blau habe. Mhm. Und diese Großen haben dann eben zwei Orange und einen Blauen und ich habe zwei Blaue und einen Orange. Mhm. Ja, so. Und jetzt haben wir so ein Spielbrett, wo wir Galaxien haben und schwarze Löcher, die kann man entweder symmetrische Aufbauweisen oder man kann es einfach, der eine macht irgendwie die Galaxien, der andere irgendwie die schwarzen Löcher, müssen nur ein paar Abstandsregeln beachtet werden. Ja, und dann bauen wir, wenn wir dran sind, setzen wir einfach ganz plain so ein Ding irgendwo hin. Ja, so. Und wir müssen nur folgende Regeln beachten. Wenn wir müssen nicht angrenzend bauen, ja, kannst irgendwo hinbauen, aber wenn wir ein schwarzes Loch oder eine Galaxie überbauen wollen, und das wollen wir in bestimmten Punkten, dann müssen wir angrenzend bauen. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt der orange Spieler zum Beispiel oder der blaue Spieler, könnte das sogar auch machen, wenn dieses Galaxie jetzt überbauen will, sodass es hier so oben drauf liegt, dann musst du hier jetzt ein orangenes Plättchen hinlegen, weil das muss benachbart zu einem orangenen Plättchen sein, damit das funktioniert. Ja? So. Okay, und beim schwarzen Loch ist genauso. Und du kannst es auch im Gegner machen, weil du baust ja quasi auch immer so ein bisschen den Gegner, ja? Weil du hast ja auch seine Farbe. Was machst du? Du willst entweder ein gegenüberliegendes Sternbild verbinden, da gibt es mehrere Möglichkeiten, mit einer zusammenhängenden, zum Beispiel der Orangen, denn das siehst du hier, hätte schon fast es geschafft, so hier, ja. Einmal eine durchgehende orange Straße. Genau. Oder du schaffst es, vier Galaxien in einer Straße im Orangen zu haben. Also er hat jetzt hier eine Galaxie, aber wenn er jetzt zum Beispiel die Galaxie und die noch orange hätte, dann hätte er auch gewonnen. Oder du schaffst es, mehr oder weniger, den Gegner in ein schwarzes Loch reinzuziehen. Das heißt, der blaue Spieler hat zum Beispiel schon zwei schwarze Löcher auf blau. Wenn der orange Spieler jetzt dran wäre und er hätte so ein Blättchen, könnte er das hier hinlegen mit blau auf das schwarze Loch neben dem blauen. Denn, ah nee, es stimmt nicht, weil das blaue leider nicht verknüpft ist. Es müsste noch verknüpft sein. Aber wenn er drei
schwarze Löcher verknüpft hätte, der Gegner, hätte er verloren. Mhm. Ja? Und du musst jetzt bedenken, du hast diese drei Sachen. Du musst darauf achten, kriegst du gleich die vierte Galaxie? Krieg ich gleich das dritte schwarze Loch? Oder schaffst du es, eine von den sechs Sachen zu verbinden? Und das ist echt geil. Hat es Varianz? Also sind es immer die gleichen? Das sind immer die gleichen Plättchen, aber die sind komplett anders. Und die werden sogar, also gibt es vorgefertigt, oder du kannst sagen, der erste Spieler setzt die Galaxien, der zweite die schwarzen Löcher und der, der die Galaxien gesetzt hat, entscheidet, wer anfängt. Also das ist wirklich, also ich sag mal so, wer abstrakte Spiele mag und Puzzeln mag, der muss da eigentlich, und das ist auch noch übrigens, das ist kein normaler Spielplan, am Anfang denkt man so, aber ist wirklich auch schön, ne? Ist nämlich, kann man sehen, hier hat halt so ein, ne? Eine Matte. Ja, hat eine Matte, aber die ist auch wirklich hübsch. Ja? Ah, ja. Sieht so ein bisschen TCG-mäßig auch aus. Und ich muss sagen, Puzzle, abstrakt, ist ganz schnell aufgebaut, ganz schnell, du hast schöne Plättchen, schön zum Anfassen. Und mein Sohn und ich sind, und das Krasse ist halt, mein Sohn zieht mich halt total ab in diesem Spiel. Ja, cool. Ich versuche immer in die schwarzen Löcher zu ziehen, irgendwie finde ich das am witzigsten. Und übersehe dann immer, dass er irgendwie ein Sternbild verbunden hat oder doch irgendwas und dann immer so, ich habe jetzt gewonnen. Was? Hä? Was hast du gewonnen? Ach so, ja, scheiße, jetzt hast du das ja. Also das spricht mir jetzt tatsächlich auch mehr an als die. Ja, ja, habe ich mir auch gedacht, ne? Weil es natürlich auch wirklich thematisch schön ist. Ne? Also es ist halt im Weltraum, Galaxien, schwarze Löcher. Thematisch abfragt. Es ist abstrakt, aber es ist wirklich schön und also mich hat es dann überrascht, positiv. Ist tatsächlich auch völlig an mir vorbeigegangen. Ja, kann natürlich sein, dass ich mit meinem Abstraktfilter dann erstmal so. Also erstmal ist es halt, ist es halt nicht so. Ne? Es sind halt nur Plättchen zum Legen. Ich glaube, meine Eins ist auch neu hier, zumindest in der Liste. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Also wir nicht, aber ich kenne es natürlich und ich habe es tatsächlich in meiner besten Liste 2023 auch drin. Das beste, aktuell mir bekannte Zwei-Personen-Spiel, reines Zwei-Personen-Spiel wohlgemerkt, ist Redlands von Roxley Games. Ein sehr buntes, kompetitives Duell-Kartenspiel mit Cyberpunk-Setting, Wasser ist die wertvollste aller Ressourcen, also so Mad Max-Vibe, aber das Ganze in so einem Neon-Comic-Look, also auch die Präsentation ungewöhnlich schräg, klein, es gibt inzwischen auch, hat es auch verdient, eine Deluxe, ja, aber ich mache den Fehler nicht nochmal, bei Kartographer habe ich auch die Deluxe geholt und jetzt hat es den Fluch halt nicht mehr mit in Urlaub genommen zu werden, weil es jetzt plötzlich eine große Schachtel ist. Ja, das Ding hier hat immer Platz im Camper, im Rucksack. Ich hätte das auch in meine Liste gepackt, wenn ich nicht mein Exemplar irgendwie gerade nicht mehr finden würde. Es ist irgendwie im Umzug verloren gegangen. Also, das ist nicht deins. Ich weiß, ja. Habe ich dann auch die Deluxe von Alex, die hat den extra mitgebracht. Aber ich hatte auch so eins und ist irgendwie weg. Aber es ist grandios. Es ist wirklich auch, es hat auch sehr überschaubare Regeln. Ja. Und auch da wieder die Komplexität und der Spielreiz entsteht nicht dadurch, dass das irgendwie, was jetzt hier noch sieben Sonderregeln, sondern ja, das ist sehr klar aufgestellt und sehr klares Duell. Ja, man hat so Camps, ich kann die Camps versuchen zu zerstören. Man greift es mit den Karten auch an. Ich brauche Wasser als Ressource, aber das ist alles so. Es ist einfach, es ist wow. Es ist, ist überwältigend cool, gut. Es ist es macht immer wieder aufs Neue Spaß. Also es hat diesen Langzeitspielreiz, den halt auch ein Seven Wonders Duel oder ein Patchwork sonst nur hinkriegen. Und das Ganze auch, meine Frau liebt es auch. Und wenn ich dir das, also als ihr das zuerst, ja, wir kämpfen jetzt hier, weißt du, das ist überhaupt nicht so. Wir spielen sonst auch nicht diese Lokana. Aber eigentlich sind wir nicht so die Leute, die hier so battle, so Card-Battler. Da gibt es ja tonnenweise fantastische Spiele, da bin ich nie so richtig, also Star Rams, Hero Rams, alles tolle Spiele, aber nichts davon habe ich so richtig runtergerissen. Und das hat sich wirklich so in mein Herz eingebrannt. Ein fantastisches Spiel. Sehr cool. Tja, mein Platz 1 ist nicht so richtig spannend, aber es gehört halt für mich. Da ist es halt. Okay. Es ist halt mein Platz 1, weil es eben bei uns in der Familie das Zwei-Personen-Spiel ist. Ne? Ich hatte es ja schon gesagt, in jedem Urlaub ist dabei. Und es ist halt, also meine Kinder sind natürlich auch große normale Splendor-Fans, aber wir nehmen auch natürlich das hier mit in Urlaub, ne? Nicht das normale Splendor, was einfach groß ist. Ja, auch Splendor Marvel? Nee, tatsächlich, wir sind die klassischen. Wobei meine Frau auch ein großer Marvel-Fan ist, aber ich bin so, ich mag das mit diesen
Juwelen und so. Finde ich eigentlich schön. Es gibt auch eine Erweiterung fürs Original Splendor, oder? Die, ja, ja, so extra Adlige, glaube ich. Irgendwas. Das habe ich sogar, glaube ja. Genau, das hat natürlich dann... aber das sind nur so ein paar Adlige, das brauchst du jetzt auch nicht unbedingt. Nee, also wir brauchen da gar nicht mehr viel drüber reden. Aber ich habe es auch positiv gemacht. Es ist halt wirklich nicht? Ein tolles Spiel. Ja, wie du schon gesagt hast. Aber wir sind am Ende. Also das war doch eine spannende Liste. Viele interessante Sachen bei dir. Ich hoffe mal, meine abstrakte Phase hält noch ein bisschen an und vielleicht, ne? Ja, Orion Duell muss ich sagen, ja. Also wenn ja. ich mir jetzt einen Titel von deiner Liste zulege, dann vermutlich ja, Orion Duell. Ja, also ich kann es dir nur empfehlen. Aber ja, es ist halt wirklich positiv. Und du? Was? Ja, also ein paar Sachen. Also auf jeden Fall das Stonemaier-Ding auf jeden Fall. Gut, Sky Team habe ich natürlich sowieso auf der Liste. Sowieso. Und es war noch eins. Ach doch, ja, natürlich. Das von Space Cowboys, dieses Botanica. Ah ja, Botanica. Fand ich auch Botanik. Extrem interessant. Ja. Ja, ja, ja. Also ja, also hoffentlich war bei euch auch was dabei. Genau. Also bei mir ist ja tatsächlich auch so. Ich habe ja auch lange Zeit, deswegen, ich glaube, die letzte Zwei-Personen-Liste war auch von dir und die ist angestaubt ja. alt, als ich jetzt mal geguckt habe. Wirklich alt. Ja, ja. Vielleicht habe ich auch nie eine gemacht, weil vielleicht haben wir auch nur deine aus deinem damals auf der ja, Eins, ja. weil ich habe ja auch viele Zeit gar nicht viele Zweier gespielt, aber jetzt war ich halt dann doch öfter mit meiner Frau irgendwie da auf dem Zeltplatz im Camper auf dem Festival und da passt es halt perfekt. Bei mir sind es halt die Kinder Zweier so ein bisschen, dabei. Die mich in die Zweier, ne? Deswegen ist es hat mein Sohn da so ein bisschen reingepfuscht in diese Liste. Ja, das ist eine gute Art. Das ist ja auch eine unerwartete und coole Entwicklung, also gar nicht jetzt zum Euroquest, ja, sondern wirklich jetzt die abstrakte Phase abgebildet. Ja, sehr total cool. Interessant, ne? Ja, so ist es, aber genau, toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Na, hoffen wir natürlich, dass es jetzt eben keine Eintagsfliege ist und dass es nächstes Jahr hier weitergeht. Das war schon die Bonusfolge oder die ersten 224. Ja, ja. Und hier auch, was sind die Titel? Wir haben jetzt hier die besten Zwei-Personen-Spiele und ihr schreit alle auf, was kein Lost City ist kein Jaipur. Was ist mit diesen Leuten los? Ah, ja, es gibt natürlich schon eine reine Zeit. Aber lasst uns wissen, was haben wir noch vergessen? Was sind eurer Meinung nach alte, welches abstrakte neue Spiel? Highlights? Aber das habe ich, glaube ich, auch schon gehört. Welches abstrakte Spiel habe ich noch? Muss ich mit meinem Sohn noch spielen? Ja, wahrscheinlich diese ganze, hast du diese Jinsch. Ja, ja, stimmt. Das ich, aber die habe ich nicht mehr. Die haben mir, glaube ich, irgendwann aus Platzgründen. Ich die oder zur Berlin-Con Library. Berlin-Con Library kann das vielleicht, ja. So, ne? Ja, deswegen. Aber ja, die ist natürlich auch toll. Ja, würde meinem Sohn auch gefallen. Auf jeden Fall. Naja, gut. Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder im neuen Jahr. Bis dann. Oder ist schon. Oder ist schon. Dann sehen wir uns noch bald wieder. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Tschüss.